Einen schönen guten Morgen, hier ist die Radio FFH, der Talk. Einen Menschen, den man vielleicht mal so ein bisschen kennt, besser kennenlernt, das ist das, was ich mir so vorstelle. Und deshalb begrüße ich heute bei Silvia am Sonntag der Talk, ja, herzlich willkommen, Max Mutzke. Ach, vielen Dank für die Einladung. Max, ich freue mich so sehr, also ich habe ja das Album jetzt mehrmals gehört, Colors. Mhm. Es ist so ein schönes Album geworden. Vielen, vielen Dank. Das war meine Absicht. Findest du denn auch, dass es dir gelungen ist? Ja, ich finde, es ist voll mein Meisterwerk. Also wir waren dazu, da reden wir in den nächsten 3 Stunden drüber, ja, ein ganzes Jahr lang im Studio. Und das ist heutzutage vollkommen abnormal, muss man leider sagen. Es ist aber auch cool, dass es nicht notwendig ist, weil man heute Möglichkeiten hat, mit Computern ganz schnell zu arbeiten und Songs ganz schnell zu bauen und auch ins Radio zu schicken. Ich kann da nur ein Beispiel nennen. Ich habe mit Clueso vorletztes Jahr, bei dem Spiel, als Deutschland gegen Frankreich aus der EM, glaube ich, geflogen sind. Ja. Da haben wir am Nachmittag einen Song geschrieben, So viel mehr hieß der, für einen Kinofilm. Und da haben wir es an einem Tag geschrieben und produziert am Laptop, oben ohne, am Küchentisch gesessen, neben mir liegt das Fußballspiel. Und das hat, wir hatten einen unglaublich schnellen Flow. Das haben einfach, wenn der Clueso und ich zusammen schreiben, kann das manchmal wahnsinnig schnell gehen. Und das hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass die Qualität schlechter wäre. Aber nachher das Aufnehmen an sich, also das kann man halt eben so machen, wie wir es an dem Tag gemacht haben. Oder so machen, das ganz andere Extrem wäre das, was wir gemacht haben, nämlich ein ganzes Jahr ins Studio zu gehen und jeden Schlag, jeden Streicherton, jeden Bläserton echt aufzunehmen. Das, also ich meine, das ist wirklich, es ist sehr luxuriös auf der einen Seite und dann wart ihr ja auch nur ein Männer, kann man sagen, Männerhaushalt ein Jahr. Wir haben darauf geachtet, dass, also wir haben unsere Tourmanagerin, die Birte, die auch in Hamburg, mein ganzes Team ist in Hamburg und dann haben wir immer gesagt, wir wollen, dass Leute vorbeikommen und wir haben dann wirklich so Grillpartys veranstaltet. Da kommt was Süßes für dich, oh, und Kaffee. Das ist nett. Und vielen Kaffee. Dank. Heißer Kaffee. Ja, extra, weißt du was? Nach der Mischung für dich gemacht. Ich habe diese Tasse von euch mal mitbekommen, habe die mit nach Hause genommen und die hat noch 2 Jahre gehalten und dann Ehrlich? Ist sie leider kaputt gegangen. Oh, siehst du, da hast du jetzt eine neue. Dann darf ich die wieder mitnehmen? Ja, du darfst sie wieder das mitnehmen. Das ist super geil. Lass dir es schmecken und... Weil die Zuhörer wissen es nicht, aber die Tasse von euch, von FFH Radio, Hit Radio, hat unten ein Gummi-Aufsatz und wenn man die abstellt, hört mal. Ja. Ach, ihr hört mal. Nichts. Ja, das ist extra eine Radiotasse. Nein, also wie gesagt, das ist natürlich auf der einen Seite Luxus, dass man sowas machen darf und ich habe deine Frage vergessen. Na, kein Problem. Du genießt einfach deinen Kaffee. Wir hören aus deinem neuen Album, denn das wollen wir natürlich auch hören, Musik von Max Mutzke, Augenbling. Also es gibt ja auf dem Album eigene, neue Songs und sehr interessante Coverversion. Das ist eine Coverversion von einem Seed-Titel, Augenbling. Und das hast du sehr interessant und ganz dir eigen performt. Silvia am Sonntag, der Talk mit Max Mutzke. Silvia am Sonntag mit Musiker Max Mutzke. 1 Jahr lang im Granny's Haus. Das war sehr luxuriös, diese Produktion. Also das ist wirklich sehr, sehr selten, dass man heute als Sänger oder zusammen mit einer Gruppe 1 Jahr lang im Studio ein Album an einem Album feilen darf. Du hast uns ja schon erzählt, selbst wurde gekocht, es wurden Blumen von dir aufgestellt und auch der Kaffee, also wurde ganz oldschool vorbereitet. Wir hatten ja zum Beispiel keine Kaffeemaschine, sondern eine Kaffeemühle von Hand. Und wer Kaffee machen wollte, der hat sich einfach 10 Minuten vorher schon rausgeschlichen, hat 300 Mal diese Kaffeemühle gedreht, bis man die Menge hatte für 6 bis 8 Personen an Kaffeepulver. Und dann, und so war aber auch die ganze Produktion. Mhm. Also man hat aus allem eine Art Ritual gemacht. Ich habe in jedem Raum immer geguckt, dass eine Kerze brennt. Ich hatte, wenn wir im Winter produziert haben, wir waren ja ein ganzes Jahr, dadurch waren wir natürlich auch diese ganzen kalten, hässlichen Monate, könnte man meinen, in diesem Granny's Haus. Und dann habe ich immer Blumen gekauft. Also, weißt du, Blumensträuße, die dann das ein bisschen bunter machen. Und ich habe immer gekocht da drin. Oh nein, so. Das klingt ja richtig toll. Das war Wahnsinn. Das war ein Lebensabschnitt. Das war keine Produktion, das war ein richtiger Lebensabschnitt. Also, ich habe natürlich, bevor ich das Album gehört habe, habe ich das gelesen. Und dann habe ich umso mehr natürlich auch gedacht, ich spüre das. Aber ich glaube, auch andere spüren das. Man wird in eine andere Zeit versetzt. Gerade wenn man das Album am Stück hört, vielleicht sogar im Auto, dann hast du das Gefühl,
Du bist nicht mehr im Jetzt, du bist irgendwo woanders. Aber ich weiß gar nicht, wo ich bin, aber ich bin woanders gewesen. Das ist aber schön. Tatsächlich, die Inspiration, das so zu machen, kam daher, dass ich von Al Green Let's Stay Together mal wieder gehört hatte, irgendwo im Radio, und dachte mir, mein Gott, warum klingt das so schön? Und warum kann man die Nummer, und jeder, der sie jetzt hört, wenn du sie nachher mal einspielen willst, der wird dann sagen, ah ja, natürlich, ich weiß, was er meint. Das ist so warm, das ist so schön. Und es gibt, glaube ich, keiner, der dann sagt, ich finde die Nummer total scheiße. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass auch wenn du die auf einer Tanzfläche anmachst und da sind Leute zwischen 18 und 58, dann werden alle mit einem geilen Gefühl, ob sie auf die Tanzfläche gehen oder nicht, ein geiles Gefühl haben und denken, Mann, ist das eine schöne Nummer. Und es liegt vor allem nicht nur daran, dass der Text so schön ist, dass er so wahnsinnig schön singt und so weiter. Es liegt einfach daran, wie das produziert ist. Es ist nämlich rein analog auf Bandmaschinen, wie wir das nämlich auch gemacht haben. Man macht sich nicht nur Gedanken, was für Instrumente will man haben und wie produziert man sie, sondern ganz wichtig auch für alle, die mal Bock haben, sowas zu machen, wer spielt sie denn? Es hört man aber auch. Also es war keine Produktion, es war ein Lebensabschnitt, sagt Max Mutzke, den Sie mit der neuen CD mit Max Mutzke teilen können. Infos zur Musik, auch ein kleines Video und viele Informationen zu Max auf ffh.de. I'm feeling faded. Ich liebe es immer wieder, meine Komfortzone zu verlassen. Das ist das Credo von Sänger Max Mutzke, heute zu Gast bei Silvia am Sonntag, der bei der Produktion seines neuen Albums ja bewusst auf viele moderne Hilfsmittel verzichtet hat. Und das hast du gemacht von Anfang bis Ende. Wir haben dann, als das Album fertig war, dann geht es immer darum, und da spreche ich jetzt was an, was vielleicht viele nicht, gar nicht so richtig verstehen können, die keine Musik machen. Wenn man ein Album produziert hat, dann muss es gemischt werden. Und ein Mischer kann alles kaputt machen. Oder er kann unglaublich noch was rausholen. Und jemanden zu finden, der diese Musik, die wir machen oder gerade auf dem Album haben, der das so versteht, so zu mischen, wie wir es haben wollen, da ist uns niemand eingefallen in Deutschland. Aber ist auch kein Wunder, in Deutschland gibt es niemanden, der dafür steht. Klar, diese Musik kommt halt eben auch nicht aus Deutschland. Und dann haben wir uns Alben angehört, die so klingen, wie wir klingen wollen. Nämlich, ich habe schon mal gesagt, Al Green ist so ein Album oder ist jemand, der oft so klingt, wie wir klingen wollten. Oder eben, was vielen noch was sagen wird, aber nicht allen, ist D'Angelo, der mit dem Album Voodoo zum Beispiel ja 6 Grammys gemacht hat. Und dann haben wir gemerkt, ach geil, gerade die beiden Künstler, die so klingen, wie wir klingen wollen, die haben einen Mischer, nämlich Russell Alvarado. Den haben wir dann kontaktiert tatsächlich. Und der sitzt auch in New York und der macht alles von Alicia Keys über, aber der macht halt richtig, der steht dafür weltweit als einer der wenigen, die out the box mischen. Das heißt, die Philosophie, die wir haben, eben nicht digital, sondern analog zu mischen über Bandmaschinen, an einem großen Pult, und alle Effektgeräte, die man heute digital emuliert, also nachmacht, die hat der als Blechdosen halt noch bei sich stehen. Und dann haben wir gesagt, wir fragen den, und als der Songs, der hat dann Songs hören wollen und hat sich nach 24 Stunden zurückgemeldet, hat er will das Album komplett mischen. Und das ist ja großartig. Ja, und dann haben wir von Russell Alvarado das ganze Album gemischt und gemastert, und das ist halt natürlich, es kam zurück und wir waren wie Kinder am Weihnachtsbaum, die ein Geschenk aufreißen, hoffen, dass das ferngesteuerte Auto drin ist. Und es war drin. Und es war drin. Oh, wie schön. Wunderbare Geschichte. Und das ist ja erst am Anfang, wer ist ja noch lange da, Max Mutzke, Sänger, über sein neues Album Colors. Alle Infos auf ffh.de. Ich weiß noch genau, wie ich Gänsehaut bekommen habe, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Stefan Raabs Casting-Wettbewerb, Stefan sucht den Super-Grand Prix-Star. Da hat Max Mutzke gewonnen und das war sein Siegertitel. Er hat ja auch beim Eurovision Song Contest in Istanbul mitgemacht. Da bist du Achter geworden. Jetzt, wenn man jetzt, also da warst du ja auch schon unglaublich gut, aber jetzt, Colors, dieses neue Album von dir, da spürt man, also da schöpfst du ja als Sänger total aus dem Vollen. Ich habe auch noch nie in so kurzer Zeit meine Stimme so für mich revolutionär überarbeitet. Also ich habe noch nie so neue Vorstellung von dem bekommen, wie ich klingen möchte. Das hat damit zu tun, dass wir in allen Verfahren uns einfach so wahnsinnig viel Zeit gelassen haben, dass ich auch da gemerkt habe, okay, man kann, also reflexmäßig, wenn ein Song sehr abgeht oder lauter wird zum Ende hin, dann fängt man als Sänger, das kommt vom Live-Geschäft, auch natürlich selbstverständlich an, Gas zu geben und noch mehr Dynamik rauszuholen.
Und bei dem Album habe ich es einfach umgedreht. Umso lauter es wurde, umso leiser wurde ich. Und dann bin ich halt ganz nah ans Mikrofon und dann hat man halt sehr viel leiser gesungen. Und das hat was ganz unglaublich Zerbrechliches. Und es gibt auch dem, wenn du das hörst, hast du das Gefühl, krass, die Nummer geht zwar total ab, aber er schreit nicht rum, sondern er spricht mir immer noch ins Ohr. Und das sind so Dinge, die wir da halt für uns auch entdeckt haben, wie man sowas macht. Das habe ich das erste Mal gemacht. Toll. Und deswegen haben wir es auch, das ist auch ein Grund, warum wir es Colors genannt haben, weil es eben so viele Farben hat. Also woher die Songs kommen, wo sie hingegangen sind, wie meine Stimme von Song zu Song unterschiedlich klingt. Natürlich hat Colors auch für uns einen ganz großen politischen Hintergrund, aber das sind auch die Gründe, warum wir es Colors genannt haben. Also ein toller Titel, muss ich sagen. Ja, auch gerade mit diesen Colors, was du gesagt hast, mit diesem mit dieser politischen Dimension. Ich kann immer nur darauf hinweisen, dass unsere Musik und alles, was wir an Kunst haben, was auf der Bühne stattfindet, wir arbeiten mit Leuten, die auf der ganzen Welt selbstverständlich nach Deutschland kommen. Wir sind super stolz drauf, dass wir in einem Land leben, wo das normal ist, dass die Menschen von überall herkommen. Wir haben ganz viele Menschen aus China, aus Japan, aus Amerika, aus Italien, aus Frankreich. Es spielt gar keine Rolle. Die kommen von überall her, aus Australien, von den Maluku Islands. Einer der Produzenten kommt von Indonesien. Das, was es für uns so selbstverständlich fett und bunt macht, das ist der Grund, dass weil eben alle von überall her kommen und ihre Geschichten mitbringen von überall. Weil es so bereichernd ist. Und wenn wir essen gehen, ich meine, jeder, auch stiernackige Nazi, der geht doch, freut sich doch, wenn er mal rausgehen kann, eine Pizza essen kann und am nächsten Tag nimmt er sich einen Döner auf die Hand oder holt er sich einen Burger, die nämlich auch nicht in Deutschland erfunden wurden, oder zieht Hosen an, die nicht in Deutschland gemacht werden, fährt ein Auto, was er sich vielleicht, weil man es sich vielleicht nicht leisten kann, einen Mercedes zu fahren, fährt man Hyundai oder was auch immer, spielt ja keine Rolle. Wir sind doch wahnsinnig reich dadurch, dass wir so bunt sind. Musiker und Sänger Max Mutzke, zu Gast bei Silvia am Sonntag, der Talk. Max, du warst in den letzten Wochen ziemlich häufig, waren Artikel zu lesen in den Boulevardmedien über deine angebliche neue Beziehung. Ich habe mir dann immer überlegt, weil du bist ja jemand, du hältst dich da sehr zurück. Wie war das für dich? Also es geht ja nur darum, dass die Leute über mich erfahren soll, kein Klatsch und Tratsch sein. Also ich sag nie, wie heißen meine Kinder, welche Geschlechter haben, wie alt sind sie, wie viele sind es, was sind die Hobbys meiner Familie. Das sind ja alles Dinge, die lasse ich weg. Ne? Ja. Es geht mir nur darum, dass die Leute wissen, okay, der ist Familienpapa, der hat mehrere Kinder und wichtig für den ist Rassismus, weil nämlich die Mama der Kinder kommt ja eben aus Afrika. Das sind ganz wichtige Informationen, um mich zu verstehen, um meinen Antrieb für solche Songs wie Unsere Nacht auch zu verstehen, warum ich das Album Colors genannt habe. Das ist für mich ganz wichtig. Mhm. Was ich noch nie kommentiert hat, auch von Anfang an, sind Status meiner Liebesbeziehung, mein Status, weil das ist etwas, das kann man auch erklären. Das liegt daran, es gibt ein Persönlichkeitsrecht, also ein Recht darauf, meine Privatsphäre zu schützen. Das kann ich aber nur haben, wenn ich noch nie was darüber erzählt habe. Ach, das ist klar. Also ich kann zum Beispiel als Beispiel nennen, mir wurde erklärt, dass das beste Persönlichkeitsrecht mit eins der bestgeschütztesten Privatleben hat Stefan Raab. Und warum? Weil er von Anfang seiner Karriere bis jetzt jeden Artikel, der über sein Privatleben geht, sofort verklagt, diese Zeitung. Das hat er dir ja auch gleich am Anfang als Tipp gegeben. Das hat er mir sofort gesagt, ja, mach das, sonst kommst du nicht mehr raus, weil, ich kann da auch ein Beispiel nennen, wenn du die Büchse öffnest, kriegst du die nicht mehr geschlossen, juristisch kriegst du die nicht mehr zu. Beispiel, Boris Becker. Jemand, der in seiner Glanzzeit über sich erzählt hat, sein Heiratsstatus, hier meine Kinder, hier wie viel Geld habe ich, guck mal, mein Haus, hier diese Villa, dieses Ding, blablabla, meine Unternehmen, meine Millionen. Jetzt wissen wir, was die Zeitung schreibt und sie darf alles schreiben. Weil du kannst nachher nicht mehr sagen, ja gut, du kannst jetzt aber, du darfst dir nicht aussuchen, was die Zeitung, das ist Pressefreiheit, aber du kannst dein Privatleben schützen. Und wenn ich mein Privatleben einmal öffne, dann hat die Zeitung auch in schlechten, das sind ja nicht mal die Geschichten in dem Moment, die wehtun, sondern man nennt es dann juristisch diese Follow-up-Geschichten, also das, was eine Zeitung später draus macht, zu einer anderen Zeit. Also würde man mich jetzt zum Beispiel, würde ich mich fotografieren lassen oder würde ich meine Familie fotografieren lassen, irgendwo privat, in einer ganz tollen Situation, wo wir alle ganz glücklich irgendwo sind, dann kann es in einer späteren Zeit, kann dieses Foto verwendet werden und eine ganz schlechte Story geschrieben werden. Ach, und dann darf ich das nicht verhindern. Also da hat Stefan Raab seine Schützlinge, dich und auch Lena, immer gut beraten und auch gut beschützt. Das, ich finde, das ist auch völlig dein Recht. Und du sagst ja auch zu Recht, dass du ja auch vier Kinder hast und die sollen ja auch geschützt werden. Also warum sollen die darunter leiden, dass Max Mutzke berühmt ist? FFH Silvia am Sonntag, der Talk.
Silvia am Sonntag, der Talk ist hier mit Max Mutzke, Sänger. Er hat sein neues Album mitgebracht. Wir haben ja auch schon tolle Songs daraus gehört und natürlich auch einen alten, den wir mit dir immer in Erinnerung behalten werden. Du sagst ja, Max, von dir selbst, du bist ein ADS-Kind gewesen, wurde nie diagnostiziert. Und du kannst eigentlich deinem Papa dankbar sein, also deinen Eltern, aber dein Papa hat es, glaube ich, mehr gesagt. Der hat immer gesagt, lass dem Jungen seinen Zappel-Philipp wesen. Nee, auf keinen Fall. Der fand es eine ganz schreckliche Vorstellung. Und ich kann das auch, das hat für mich auch was Science-Fiction-mäßiges, wenn man, und ich möchte das nicht verurteilen, weil ich kenne auch in Einzelfällen Kinder, die durch Medikamente tatsächlich sich wesentlich besser konzentrieren können. Das muss man immer sagen. Das gibt's auch, ne? Aber ich konnte mich nie gut konzentrieren und bin auch nach, ich habe mein Abitur zwar noch gemacht, aber erstmal habe ich mit der Hauptschule aufgehört. Ich bin froh, dass man mir keine Medikamente gegeben haben, die mir ermöglicht haben, mich als Kind besser zu konzentrieren, um vielleicht mein Abi 3 Jahre früher zu machen, weil ich nämlich in der Zeit Musik studiert habe für 2 Jahre mit 16 bis 18 und einfach unglaublich selbstständig wurde in der Zeit und auch selber begriffen habe, okay, ich möchte eigentlich doch so eine Chancenmöglichkeit haben, wofür ich mein Abi brauche. Wenn ich mit der Musik mal aufhöre, dann muss ich einfach die Möglichkeit haben, nicht mit einem Hauptjobschluss auf dem Berufsmarkt zu stehen, sondern ich möchte dann irgendwie noch weitermachen. Aber das kam von dir selbst. Es kam aber dann von mir selbst. Und mein Vater hat mich in dieser wilden Zeit wirklich einfach leben lassen. Und wir haben uns nur damit beschäftigt, was wir nach der Schule an Blödsinn machen können. Ich meine jetzt nicht gesetzeswidriger Blödsinn, haben wir auch genug gemacht. Mhm. Aber das hat dann eher damit zu tun, dass wir halt irgendwie Traktor fahren waren oder Motorrad fahren oder so mit 13. Ja. Ein bisschen im Schwarzwald rum oder halt klettern waren oder Staudamm bauen oder am Steinbruch Steine runterwerfen. Oder wir haben halt irgendwas gemacht, um uns diese Energie loszuwerden, so, ne? Und haben unsere Wege gefunden und die haben immer damit zu tun gehabt, dass wir draußen waren. Also diese Großfamilie ist mir, also das muss einen unglaublich prägen. Ich glaube, das ist ja ein ganz wichtiger, eine der wichtigsten Entwicklungsschritte oder Entwicklungen sind ja, dass man eben Spielzeug teilen muss, dass man Aufmerksamkeiten teilen muss. Und wenn du ohne Geschwister aufwächst, dann gibt es zum Beispiel sowas wie Spielzeugteilen ganz, ganz selten. Deswegen hast du dann auch vielleicht später Schwierigkeiten, das dann in deinem Leben auch über andere, in anderen Bereichen dann cool oder adäquat zu reagieren. Und weil du mit gerade, ich meine, entwickelst auch so ein bisschen Ellenbogenverhalten als Kind dann, wenn du 6 Geschwister... Wenn klar, du musst dich ja auch mal wehren. Du musst das größte Stück Schnitzel willst du ja und nicht das kleinste. Ja. Also es musst du erst im Teller sein, aber irgendwann merkt man auch, es bringt nichts, weil es gibt dann nur also man merkt auch, kriegt ein sensibilisiertes Gefühl dafür, wo entwickeln sich Konflikte. Die erkenne ich schon ein bisschen früher, weil ich weiß, eigentlich solche Kleinigkeiten können in so einer Gruppendynamik schon dafür sorgen, dass gleich irgendeiner das einem schief nimmt. Aber wahnsinnige, tolle, also auch, wo lohnt es sich zu kämpfen? Also es ist schon eine gute Schule. Ja, total, total. Ja. Und selber war mir immer ganz klar, früh viele Kinder zu haben. Weil das war mir einfach das Sympathischste, die Vorstellung. Das hat funktioniert. Jetzt habe ich mir, du hast ja auch selber manchmal gesagt, ich bin so Papa auf Urlaub. Also du machst, es ist ja nicht nur so, dass du 80 bis 100 Konzerte spielst. Das ist ja schon mal das ist schon mal, dann warst du jetzt auch, du warst ein Jahr in Hamburg, ja, Schwarzwald, also ist schon eine Entfernung. Wie haben deine Kinder, wie haben die das ausgehalten, dass der Papa war ja dann seltener da? Ja, ich war ganz viel nicht da und habe dann aber halt darauf Wert gelegt, dass wenn die Momente sind, wo ich zu Hause bin, dass ich halt wirklich frei habe. Ich gebe dann keine Telefoninterviews oder selten, leider noch zu oft, muss ich ehrlich sagen, aber mittlerweile werde ich da auch immer rigoroser. Also wenn ich zu Hause bin, dann bin ich so gut wie nicht erreichbar. Es gibt so 1, 2, 3 Personen für die immer, aber so sonst halt eben nicht, weil dann will ich für meine Kinder das Gefühl geben von, der Papa hat jetzt Urlaub und der ist nur für uns da. Am Sonntag ist hier mit Sänger Max Mutzke. Max, du hast es schon angedeutet, du bist jemand, du hast schon vor vielen Jahren immer dich engagiert gegen Rassismus, aber in letzter Zeit bist du ganz besonders aktiv. Du warst auch in Köln dabei bei der Demonstration, da kamen ja 13.000 Menschen, die friedlich miteinander demonstriert haben. Das hat damit zu tun, dass eben die Mama meiner Kinder kommt ja aus Ostafrika und
Wir sind zum Glück, und das ist ein ganz schönes Gefühl eigentlich, dass wir im Schwarzwald, wo wir herkommen, und da, wo ich auch geboren bin und auch sie geboren ist und auch meine Kleinen geboren sind, dass da wir mit Rassismus nicht zusammenstoßen. Und da merkt man, dass Rassismus eben Fremdenhass ist und das, wie der Name schon sagt, immer vor Fremdem. Also das heißt, wir kriegen überhaupt keine rassistischen Bemerkungen unter meiner Familie, weil man sich da unten einfach sehr kennt. Also da hat dieses Kleine, dass eben ganz viele sich gegenseitig kennen, was manche vielleicht ganz komisch und befremdlich finden, wenn sie nur das Leben in einer Stadt kennen, wo man teilweise den Nachbarn unter sich zwei Stocke wirklich schon nicht mehr den Namen weiß. Das ist ja bei uns anders. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen mit 250 Einwohnern, da kennst du nicht nur jeden Vor- und Zunamen, sondern du kennst auch fast jeden seinen Geburtstag und du weißt doch alles, was bei der Familie. Ja, genau. Das kann ja manchmal, muss man sagen, wir wollen es nicht verherrlichen, das kann manchmal auch anstrengend sein. Das kann anstrengend sein, aber es kann wahnsinnig schön sein. Natürlich. Ich finde es wahnsinnig schön und dadurch hat Rassismus bei uns überhaupt gar nichts zu suchen, weil, was heißt, der kommt da gar nicht zum Vorschein, weil man kennt sich ja. Ja, also warum sollten die deine Kinder irgendwie nicht da irgendwie mögen? Sagen, hey, guck mal, wie du aussiehst. Das ist überhaupt nicht so. Man hat sich dran, die sind, seit sie Säuglinge sind, quasi da im Kinderwagen rumgeschoben worden. Und deswegen meine ich, ist Rassismus aber trotzdem ein großes Thema, weil es dann doch manchmal Berührungen gibt. Lustigerweise aber nicht mit den Leuten, die von da kommen, sondern mit Menschen, die dann da hinkommen als Urlauber zum Beispiel. Das oder so. Ist ja verrückt. Wir haben es gerade letztens, gerade vor zwei Tagen, wurde die Mama meiner Kinder in irgendeinem Supermarkt nicht durchgelassen. Also da hat irgendjemand stand halt im Weg und hat nicht Platz gemacht. Dann hat sie gesagt, entschuldigen Sie, können Sie, und wenn man sie am Telefon hören würde, sie klingt wie ich. Also sie spricht Hochdeutsch. Sie ist ja auch hier geboren. Sie ist ja hier geboren, ja natürlich. Und dann sagt sie, können Sie mich bitte durchlassen? Und dann hat dieser Mensch nicht reagiert und dann sagt sie, könnten Sie mich bitte durchlassen? Und sie hatte Kinder dabei und der hat einfach keinen Platz gemacht. Ne? Aber richtig provokant. Und dann ist sie vorbeigelaufen und hat gesagt, du Arschloch. Und also ich meine, das finde ich total zu Recht, weil der Typ hat einfach... Ja, und dann hat er gesagt, aha, jetzt hast du ein Wort Deutsch gelernt und das ist das Einzige, was du wahrscheinlich kannst. Max Mutzke über sein Engagement gegen Rassismus, was auch daher rührt, da die Mutter seiner Kinder aus Ostafrika kommt, also ostafrikanische Wurzeln hat. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Alone. William Sonntag ist hier mit Sänger Max Mutzke. Zu dir komme ich heim. Das ist ein Song auf deinem neuen Album, Colors. Und man könnte es als Liebeslied hören, also für eine Person, funktioniert wunderbar. Aber du meintest es nicht für eine Person, sondern bei dir geht's um den Schwarzwald. Du bist da geboren und die Landschaft, die macht was mit dir. Merke ich schon daran, dass ich, wenn ich nach Hause fahre, wenn es mit dem Auto ist und ich paar Stunden auf der Autobahn, dass die letzte Stunde ist immer ohne Autobahn, sind nur noch Landstraßen, Serpentin, kleiner Weg, Titisee, Schluchsee. alles wunderschöne Gebiete, das ist alles wunderschön, oder? Wunderschön, also, am Feldberg vorbei. Also das kann man auch jetzt sagen, also gerade auch, ob Winter, Frühling, Sommer, ne? Also das ist wirklich, der Schwarzwald ist schon landschaftlich. Wahnsinn, ich bin heute Morgen losgefahren und da war ganz leer die Straßen und ich bin am Schluchsee vorbeigegangen, dann waren so Nebelschwaden, fast schon wie bei Loch Ness. Und ich habe dann auch Fotos gemacht, weil es mich auch immer selber so flasht, wie schön es da ist. Aber das hilft mir natürlich. Mhm. Es gibt ein ganz süßes Tal, ein bedrohliches Tal, das heißt auch Höllental. Danach kommt ein Ort, der heißt Himmelreich. Höllental, Himmelreich, das ist ja sehr schön. Aber das hat eine Geschichte, weil dieses Tal ist ganz eng und dunkel und bedrohlich und du hast keine Ausweichmöglichkeit gehabt. Wenn du von Richtung Frankreich in den Schwarzwald wolltest, musstest du dieses Tal fahren. Ja. Und da haben halt viele Räuber gewartet auf die Postkutschen. Mhm. Und wenn man es geschafft hat, durch dieses Höllental zu kommen, dann war man eben im Himmelreich. Daher kommen diese Namen. Aber dieses Höllenreich ist wie eine Pforte, weil es ist ein steil aufragendes Gebiet. Es wirkt so ein bisschen wie die Pforte zu einer anderen
es wirklich wie, du kommst aus Freiburg raus, fährst ins Höllental, dann kommen diese Felswände und dann gibt es eine ganz scharfe S-Kurvenstraße durch so ganz tiefe Schluchten und das ist wie eine Pforte in meine Welt, ne? Mhm. Und ab dem Moment bin ich ein anderer. Also dann, oder dann bin ich zumindest einfach, dann weiß ich so, jetzt habe ich keinen Empfang im Handy für die nächste Dreiviertelstunde und dann bin ich total, komme ich total runter. Oh, ich will auch ins Himmelreich. Höllental und Himmelreich. Keiner kann vom Schwarzwald schwärmen, so wie Max Mutzke. Für uns alle hat er noch einen wichtigen Tipp, wenn wir also mal in den Schwarzwald wollen, was wir jetzt alle wollen, oder? Also ich auf alle Fälle. Also wenn wir vom Norden kommen, so von Frankfurt. Fahrt in Offenburg raus, also im Nordschwarzwald und fahrt über den Schwarzwald einfach in den Süden runter und fahrt nicht auf der A5 nach Freiburg und dann irgendwo unten erst rein. Sehr guter Tipp, ja. Ja, weil das ist, ich habe gerade jemandem den Schwarzwald gezeigt und mir war wichtig, dass derjenige den Schwarzwald nicht übers Flugzeug kennenlernt, weil ich fliege ja ganz oft nach Zürich und dann fahre ich diese 30 Minuten zu mir nach Hause. Das ist ganz nah, der Züricher Flughafen von mir sind maximal 35 Minuten. Aber dann lernt man den Schwarzwald nicht kennen. Dann fliegst du von irgendwo her, landest in einer großen Stadt, fährst über Industriestraßen in einen Ort, der auch überall Industrie sein kann. Und das ist ja nicht der richtige Weg. Deswegen habe ich gesagt, nein, wir beide, wenn du den Schwarzwald kennenlernst, fahren wir beide jetzt von dir zu Hause runter und dann sage ich dir, wie man ihn kennenlernt. Und dann also das ist ja so, genau das muss man machen. So muss man es machen. Und dann fährt man in Offenburg zum Beispiel raus und dann kommt sowas wie Gutach, heißt das kleine Örtchen, das ist eine Rodelbahn. Dann geht man ein bisschen rodeln, Sommerrodeln meine ich jetzt. Ne? Ja, ja. Das haben wir dann gemacht und dann fährt man und dann sucht man sich auf dem Navi, das ist ja super, man sucht sich einfach kleine Orte aus, die, auf, die so grob in der Richtung liegen und beim Navi, was ja jeder mittlerweile hat, kann man ja sehen, wo sind die kleinsten Sträßchen und nicht die große B500, die man runterfährt, sondern die kleinen Serpentinen. Und dann siehst du, schon dann einiges. Dann erlebst du Wahnsinniges. Dann kommst du an Seen vorbei, die dir kein Mensch vorher gesagt hat und kommst an Gasthäusern vorbei und dann, da gibt es einfach total Plätze, wo man sagt, boah geil, da war sich ja schon ganz lang kein Mensch mehr. Das ist natürlich Quatsch, aber ja, so sieht's halt da aus. Ne? Also mein nächster Urlaub geht in den Schwarzwald. Das ist, also, es ist, ich wollte eh schon immer mal hin und habe es bisher nie geschafft. Vielen, vielen Dank für, ja, für die Schilderung, für diesen guten Tipp, den wir bekommen haben und auch für dein Album, für diese wunderbaren Lieder. Ich habe hab mir so ein bisschen die Kommentare angeschaut überall und eine ist in mir in Erinnerung geblieben, eine Frau bei iTunes schreibt, ein tolles Album für Herbst und Winter. Aber auch für Frühling und Sommer. Das ist gut. Hat eine geschrieben. Mach's gut, ne? Danke euch. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ein guter Sänger wie Max Mutzke gibt natürlich auch eine Zugabe. Backstage, Show meines Lebens. Du da, ich hab alles gegeben.